Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich heute am Internationalen Tag des Bodens zu diesem bodenständigen literarischen Adventskalender und öffne heute mit euch das fünfte Türchen. Heute mit einer fantastischen Geschichte von der noch fantastischeren Christina Brudereck. Und zwar aus dem Buch Weihnachtswundernacht. Band 6 aus dem letzten Jahr, herausgegeben von Thomas Lappstein. Und die Geschichte von Christina Brudereck heißt Maria, ihre Freundinnen, ein glücklicher Engel und ein Einhorn. Ich war immer die Regisseurin, seit mehr als 30 Jahren jetzt und später bei der Aufführung am Heiligabend die Soufflöse. Für die Kinder, die ihren Text vergaßen, meistens, weil sie aufgeregt waren. Texte, die ich zum großen Teil selbst verfasst hatte. Ich nähte auch einige der Kostüme. Und ich rief alle zu den Proben zusammen. Es begann immer mit der Rollenverteilung. Casting, sagten die Kinder dazu. Ich hatte bestimmte Vorstellungen, das muss ich zugeben. Aber ich richtete mich immer auch nach den Wünschen der Kinder. In diesem Jahr brachten sie mich allerdings zum ersten Mal an meine Grenzen. Es begann damit, dass der dünnste von allen, Louis, unbedingt den Wirt spielen wollte. Ein schlanker Wirt? Das passt doch überhaupt nicht. Ich fragte vorsichtig nach. Aber weder wollte der kleine runde Elias den Wirt spielen, noch Johann mit den dicken roten Wangen. Louis aber wollte unbedingt. Und so war es beschlossen. Wir würden ihm ein Kissen unter die Schürze stopfen, dann würde es schon gehen. Ich hatte nicht bemerkt, dass der Pfarrer zu uns in die Kirche gekommen war. Wie lange er wohl schon dagestanden hatte? Er nickte mir zu, freundlich, aber knapp. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder unsere Meinungsverschiedenheiten gehabt. Wie schön, dass wir auch diesmal wieder ein Krippenspiel haben werden, sagte er laut in die Runde. Vielen Dank, Kinder. Dann streichelte er dem dünnen Louis über den Kopf und meinte, der Wirt ist eine wichtige, aber ja keine biblische Figur. Es ist uns also auch nicht überliefert, wie er aussah. Vielsagend blickte er in meine Richtung. Dieser Besserwisser. Ich fühlte mich ertappt und klatschte zweimal laut in die Hände. »Weiter geht's! Wir müssen noch mehr Rollen verteilen. Hat noch jemand einen Wunsch?« Ich betonte das Wort Wunsch und lächelte dem Pfarrer dabei zu. Henry wollte den Josef spielen. »Ach, wie schade«, dachte ich. Denn der Mann neben Maria war eine Figur mit nur ganz wenig Text. Er legte den Arm um seine Frau, hielt in einer Szene das Baby und sprach einen kurzen Dialog mit dem Wirt. »Zwei, drei Sätze, nicht mehr.« Daher zögerte ich wieder. Henry war ein guter Schüler und könnte sicher mit Leichtigkeit sehr viel mehr Text auswendig lernen. Aber nun, Henry war zuverlässig. Was für eine Katastrophe es wäre, zu Weihnachten ohne Josef dazustehen. Also gab ich seinem Wunsch nach. Als nächstes suchte ich einen Engel. Jasmin mit ihren langen blonden Haaren wäre eine Idealbesetzung. Aber sie schüttelte nur ihren hübschen Kopf. Engel passt nicht zu mir. Ich wusste, wie dickköpfig sie war und versuchte gar nicht erst, sie zu überreden. Ida wäre auch sehr geeignet. Ihre Locken waren zwar nicht blond, aber wenn sie ihre Zöpfe löste, sahen sie malerisch aus. Sie würde eine schöne Maria abgeben. Aber auch sie wollte nicht. Da meldete sich Hassan, so schüchtern, dass ich ihn fast übersehen hätte. Hassan hatte Haut wie Oliven, einen kurzgeschorenen Kopf mit ein paar schwarzen Stoppeln. Erster Bartflaum war über seiner Oberlippe zu sehen. Was für ein Engel war das? Als käme er direkt aus Bethlehem. Ich musste über mich selbst lachen. »Einverstanden«, nickte ich ihm zu, und er strahlte mich an. »Der Text vom Engel ist so super«, sagte er leise. Da wusste ich,
Das ist großartig, dass er es großartig machen würde. Aber du musst ihn laut sprechen, ja? Sagte ich mit gespielter Strenge. Ja, versprochen, sagte er. Und danke, ich wollte immer schon der Engel sein. Die jüngsten Kinder würden Schafe spielen. Einige Jungen sagten, sie wären gerne Hirten. Und ich spiele wieder eine Hirtin, sagte Alina. Ich bekam eine Gänsehaut bei der Erinnerung an die Diskussion, die ich vor 2 Jahren mit ihrer Mutter hatte. Sie hatte darauf bestanden, dass es neben den Hirten auch Hirtinnen gegeben hatte. In der Heiligen Nacht. Und dass diese Figuren daher auch in unserem Krippenspiel vorkommen müssten. Ich hatte nur kurz gezögert. Da war sie auch schon zum Pfarrer gelaufen und hatte ihn auf ihre Seite gezogen. Die Vorstellung war eben einfach neu für mich. Aber schon sehr bald mochte ich sie. Ich hatte schnell ein paar Texte für die Hirtinnen geschrieben. Viele der Mädchen mochten diese Rolle und lernten eifrig. Ich war, ehrlich gesagt, auch froh, sie nicht länger in Jungenkostüme stecken zu müssen. Die Gruppe der Hirtinnen sah aus wie Ronja Räubertochter und ihre Bande. Alina, Jasmin, Ida und ihre Bande. Sie staunten über die Sterne, hörten dem Engel gespannt zu, brachten Körbe mit Essen in den Stall, bewunderten das Baby und machten Maria Mut. Sie hatten das Krippenspiel wirklich bereichert. Das wollte ich trotz anfänglicher Vorsicht gerne zugeben. Ja, Maria, die wichtigste Rolle war noch unbesetzt. Ich guckte Ida an. Möchtest du vielleicht in diesem Jahr die Maria spielen? Ich nickte ihr aufmunternd zu. Aber Ida gab mir zum 2. Mal einen Korb. Kein Engel, keine Maria. Ich bin wirklich lieber eine Hirtin, sagte sie. Ich sah ein Mädchen nach dem anderen an. Groß waren sie geworden. Jasmin, Zoe, Helene, Lotta, Emma, Sarah, Felicitas, Berenike, Lena, Franzi, Mila. Wer würde Maria spielen? Wer könnte? Wer wäre dieser Rolle gewachsen? Helene überraschte mich. Ich spiele sie, sagte sie. Ich war dankbar. Helene hatte ein feines Gesicht, eine schöne Ausstrahlung. Aber nicht alleine. Ich dachte erst, ich hätte mich verhört. Wie bitte, fragte ich nach. Ich spiele sie, aber nicht alleine, wiederholte Helene. Ja, aber wie meinst du das denn, wollte ich wissen. Ich spiele sie, aber nur mit einer Freundin. Aber Maria hatte keine Freundin, protestierte ich. Woher wollen Sie das denn wissen? Fragte jetzt Zoe nach. Der Wirt kommt nicht in der Bibel vor und darf schließlich auch mitspielen. Diese Kinder waren zu schlau für mich, zu selbstbewusst. Und was setzte der Pfarrer ihnen noch solche Flausen in den Kopf? Ich sprach ein kurzes Gebet, still, für mich. Diese Kinder waren echte Kinder, so echt wie Weihnachten. Die Liebe kam zur Welt. Gott nahm alle unsere Rollen an. Was, wenn Gott die Regisseurin wäre? Würde er in seiner Weisheit etwa mehr eingreifen, verbieten, überreden, verhindern, gewinnen? Ich gewann meine Fassung zurück. Und auch meine Freude war wieder da. Also fragte ich, wer möchte die Freundin von Maria sein? Ich, riefen Berenike und Lotta gleichzeitig. Wir lachten alle. Gut, entschied ich, Maria hat 2 Freundinnen. Ich schüttelte schmunzelnd den Kopf. Ich denke mir noch biblische Namen für euch aus und schreibe ein paar neue Zeilen für euch. Bei der nächsten Probe bekommt ihr euren Text. Ich könnte vielleicht eine Hebamme sein, meinte Berenike. Und ich Marias Nachbarin, sagte Lotta. Diese Mädchen hatten wirklich eine blühende Fantasie. Da stand Hassan, unser Engel, auf und meinte, ich finde, das ist doch echt eine gute Idee, dass Maria nicht so alleine ist. Ich könnte vielleicht auch der Freund von Josef sein. Aber jetzt reicht es mir. Nein, du bist der Engel. Das ist auch so eine Art Freund. Das muss reichen. Zu meiner Verwunderung widersprach diesmal niemand. Vielleicht mochten sie auch einfach Hassan schon zu sehr als ihren Engel, mich selbst eingeschlossen. Wer fehlt uns noch? Ach, natürlich, die heiligen 3 Könige, sagte ich jetzt.
Wir sind die drei Könige, posaunte Tom heraus. Er war gerade mal in diesem Sommer in die Schule gekommen, sehr jung für einen Waisen. Neben ihm standen Felix und die kleine Anna. Sie hatten sich untergehakt und guckten mich selig an. Anna sagte stolz, ich ziehe mein Glitzerkleid an. Das passt super gut zu einer Sternenkundigerin. Sie strahlte. Felix nuschelte, ich habe aber leider kein Kamel, aber ich habe einen Pony. Ein Pony geht aus sich ja auch. Und Tom erzählte, und ich habe ein Einhorn. Das wollte, glaube ich, sowieso schon immer bei einem Krippenspiel mitmachen, okay? Er lachte uns alle an. Die Kinder nickten. Ja, ein Einhorn brauchen wir unbedingt, sagte Berenike. Ein Einhorn sollte nicht fehlen, meinte auch Hassan. Ein Krippenspiel ohne Einhorn wäre überhaupt uncool, meinte Toms großer Bruder Max. Was hatten sie denn nur alle? Tom guckte mich mit seinen großen Augen sehnsüchtig fragend an. Ich verstand zwar nicht ganz, was die Kinder meinten, war aber auch einverstanden. Ein Einhorn, ja, warum nicht? Und hatte mich damit ein weiteres Mal selbst überrascht. Ja, überraschend würde es in diesem Jahr werden. Aber das passte doch wohl richtig gut zu Weihnachten. Ich gab den nächsten Probentermin bekannt und freute mich schon jetzt auf das Bild, das wir der Gemeinde am Heiligabend beten würden, mit Maria und ihren Freundinnen, einem glücklichen Engel, einer Bande Hirtinnen, einem Einhorn und einer Soufflöse, die zwar eigentlich überhaupt keine Veränderungen mochte, aber Weihnachten so sehr liebte. Vielen Dank, liebe Christina, für diese wunderbare Geschichte über das Krippenspiel, für die wunderbare Geschichte in Weihnachtswundernacht Band 6. Und damit verabschiede ich mich schon wieder und werde jetzt mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ja, ihr seht ja hier mein Superhelden-T-Shirt und Jesus erzählt den ganzen Superhelden mal, wie er die Welt gerettet hat. Aber in diesem Adventskalender geht es ja erstmal darum, wie er überhaupt auf die Welt kann. Und allein das war schon mal super gewesen. Und so wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Patrick, Judith und John, sagt man eigentlich Joan oder Johann? Ja, ich frage dich nachher nochmal. Genau. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Geschichte, wenn ich das nächste Türchen öffne. Also, bis dann. Ciao.